Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Anna von Absolute Lebenslust und ich zeige euch heute einen super leckeren Hefezopf. Den könnt ihr auch ganz nach eurem Geschmack gestalten, ob mit Rosinen, Mandelsplittern, pur oder mit Zuckerguss. Und bei uns gab es den jetzt zu Ostern, deswegen habe ich ihn dementsprechend osterlich dekoriert. Und die schöne Deko, die ihr dann am Ende des Videos nochmal sehen werdet, habe ich von meiner lieben Freundin Annette von Annettes Backstübchen bekommen. Da habe ich mich also wirklich sehr darüber gefreut. Und ja, ich verlinke euch ihren Kanal auf jeden Fall unter dem Video in der Infobox, damit ihr mal vorbeischauen könnt. Sie macht wirklich sehr leckere Sachen und ist ein ganz lieber Mensch. Und bevor ich jetzt so viel erzähle, fangen wir einfach gleich mit dem Rezept an. Für unseren Hefezopf brauchen wir Mehl, in das ich hier auch schon eine Prise Salz gegeben habe, lauwarme Milch, zerlassene Butter, Zucker, einen Würfel Hefe und ein Ei. Wir fangen mit der Hefe an, die in die lauwarme Milch gebröselt wird, und dazu habe ich vorher noch einen Esslöffel vom Zucker dazugegeben, damit die Hefe schön wachsen kann. Nach etwa 10 Minuten ist die Hefe dann aufgegangen und dann kommen das Mehl, das Ei und der Zucker in eine Rührschüssel sowie die Milch mit der Hefe. Das Ganze muss entweder mit der Küchenmaschine, dem Handrührgerät oder auch den Händen verknetet werden und nach einem kurzen Verrühren kann dann auch die zerlassene Butter dazu. Den fertigen Teig kneten wir dann noch mit etwas Mehl auf unserer Arbeitsfläche durch, bis er nicht mehr an den Händen klebt, und dann könnt ihr den Teig in eine bemehlte Schüssel geben, damit er beim Aufgehen dann auch nicht an der Schüssel klebt. Jetzt geht's abgedeckt für 30 Minuten an einen warmen Ort, damit der Teig gehen kann. Nach dem Gehen könnt ihr den Teig nochmals durchkneten und formt euch zwei gleich dicke Stränge daraus, die ihr über Kreuz übereinander legt. Dann werden immer zwei Seiten, die sich gegenüber liegen, über Kreuz gelegt, sodass sie quasi nur ihre Plätze tauschen. Dabei geht ihr dann leicht immer nach unten, bis ihr beim Ende angekommen seid, dass ihr dann einfach noch ein wenig zusammendrücken und verstecken könnt. Der Zopf sollte noch etwas nachgeformt werden und dann könnt ihr ihn auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Ich hatte noch ein paar Reste übrig, aus die ich einen anderen Zopf geflochten habe, für den ihr drei Stränge benötigen würdet. Die werden dann von der Mitte aus nach unten geflochten. Dann wird der Zopf wieder umgedreht und die zweite Hälfte wird ebenfalls nach unten geflochten. Und wir fangen genau deshalb in der Mitte an, damit wir, wenn wir den Zopf durchgehend nach unten flechten, dieser nicht dünner wird und somit immer ungleichmäßiger. Zum Bestreichen braucht ihr jetzt noch ein Ei und etwas Milch, das verquirlt ihr miteinander und könnt die Mischung dann auf euren Hefezopf streichen. Jetzt geht es bei 165 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 30 bis 40 Minuten in den Ofen. Das hängt dann damit zusammen, was ihr für einen Ofen habt und wie heiß der wird. Und ihr solltet einfach nur immer darauf achten, wie er sich entwickelt und dass er eben dann schön goldbraun an der Oberfläche wird. Und dann hat meine Kamera leider nicht mehr weiter gefilmt, weshalb ich euch hier jetzt schon den fertigen Zopf zeige. Dazu habe ich mir dann nur etwas Puderzucker mit ein wenig Zitronensaft angerührt, den heißen Zopf damit bestrichen und mit Zuckerschmetterlingen und Annettes süßen Marzipanfiguren dekoriert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dann lasst mir einen Daumen nach oben da und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst.